Säure muss man frisch pressen, sonst schmeckt es einfach leider nicht. Ich habe euch heute einen Drink mitgebracht, das ist der Mr. Bean. Das ist im Endeffekt, kommt ein Cream Cherry rein für eine Süße, einen Bramble Gin, einfach für eine fruchtige Körpernote, einen Scotch, einen Blended Scotch einfach, der den ganzen Körper verleiht. Und dann arbeiten wir mit einer besonderen Kaffeemanufaktur zusammen, das ist die Amy, heißen die, das sind Freunde von uns aus Köln auch, die selber in Peru Kaffee anbauen, den importieren, nach Köln bringen, hier dann weiterverarbeiten. Das ist halt super. Direktbezahlung für die Mitarbeiter, die da arbeiten vor Ort. Das ist halt ein sehr faires Ding. Und wir wollten einfach mit denen zusammen auch einen Drink machen. Dementsprechend ist noch deren Cold Brew in unserem Drink drin. Und das Ganze wird dann mit Schweppes Tonic aufgefüllt. Du hast halt ein relativ winterliches Getränk. Ne? Schwere Beeren, eine angenehme Kaffeenote, weil es ein Cold Brew ist, ist nicht so bitter. Dann hast du einen vollkörperigen Scotch und dann einfach noch ein bisschen Cream Cherry für die Süße.